zu wenig gelernt und die Theorieprüfung für den Führerschein steht vor der Tür, da spielt man vielleicht mit dem Gedanken, sich etwas Unterstützung zu holen, beispielsweise durch einen Knopf im Ohr. Aber ob das legal ist oder welche Folgen das Schummeln haben kann, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Mein Name ist Annika Danner und ich bin Clubjuristin des ADAC. Und laut TÜV-Verband haben die Betrugsversuche bei den Führerscheinprüfungen in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Aber wie wird denn eigentlich betrogen? Die Prüflinge und ihre Hilfspersonen sind ganz schön kreativ. In den letzten Jahren wurden oftmals sogenannte Minikameras verwendet, die an der Kleidung oder an der Brille festgemacht worden sind. Auch während der Corona-Zeit wurden oft die FFP2-Masken umgewandelt, indem eine Kamera eingenäht worden ist. Durch die Kamera wurden dann die Prüfungsfragen an den Komplizen gesendet und der hat über einen Stöpsel im Ohr dann die richtige Antwort mitgeteilt. Es gibt aber auch die Fälle, in denen der Prüfling gar nicht selber zur Prüfung kommt, sondern jemanden anderen hinschickt mit teils gefälschtem Ausweisdokument. Aber ist das denn erlaubt? Tatsächlich ist dieses Schummeln sogar legal. Also legal deshalb, weil es ist keine Straftat und keine Ordnungswidrigkeit. Also auch wenn man hier von einem Betrug oder Betrugsversuch ausgeht, ist es eben kein Betrug im strafrechtlichen Sinn. Das heißt, derjenige, der täuscht, macht sich nicht strafbar. Aber wird man als Prüfling beim Betrug erwischt, dann wird man natürlich sofort von der Prüfung ausgeschlossen und diese gilt als nicht bestanden. Aber damit nicht genug. Das Ganze wird dann der Fahrerlaubnisbehörde gemeldet und die entscheidet über das weitere Vorgehen. Und das bedeutet auf jeden Fall, dass es eine zeitliche Sperre für die Wiederholung der Prüfung gibt. Und seit der Gesetzesänderung im Februar beträgt diese Sperre sogar bis zu 9 Monate. Und es gibt sogar noch eine Besonderheit. Um zum Beispiel Auto oder Motorrad fahren zu dürfen, braucht es die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen. Und bei den Personen, die hier schummeln oder auch bei den Hilfspersonen, geht man davon aus, dass diese charakterlich nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet sind. Und das kann sogar dazu führen, dass die durch das Schummeln erworbene Fahrerlaubnis direkt wieder entzogen wird. Das Verwaltungsgericht Berlin hat sich damit bereits vor einigen Jahren befasst und entschieden, dass trotz bestandener Prüfung die Fahrerlaubnis entzogen werden kann, wenn feststeht, dass sich der Fahrschüler bei der Prüfung gegen ein Bestechungsgeld von seinem Prüfer hat helfen lassen. Ihr seht also, Schummeln ist zwar aus strafrechtlicher Sicht nicht verboten und man riskiert auch kein Bußgeld, aber wer seinen Führerschein haben will, sollte auf Schummeln verzichten. Es lohnt sich nicht, weder für den Prüfling noch für den Helfer. Und es gibt ja auch einen Grund, warum man eine Theorieprüfung machen muss. Und zwar jeder, der sich im Straßenverkehr bewegen will, sollte die Verkehrsregeln kennen, um weder sich noch andere zu gefährden. Und deshalb lohnt es sich auch etwas mehr Zeit zu investieren in die Prüfungsvorbereitung, anstatt zu schummeln. Falls ihr übrigens wissen wollt, ob der Kauf eines Führerscheins legal ist, schaut euch gern dieses Video an. Ich wünsche euch für die bevorstehende Prüfung viel Glück und bis zum nächsten Mal.